E-Scooter erobern nun auch Duisburg. Mit der Flotte des Unternehmens Bird sind jetzt die ersten Roller in Duisburg eingetroffen. Mehrere hundert Fahrzeuge sind im Laufe des Dienstags in der Stadt verteilt worden. Das Servicegebiet erstreckt sich vom erweiterten Innenstadtbereich über Neudorf, Düssern bis Ruhrort. Um mit einem E-Scooter fahren zu können, muss man die entsprechende App auf das Smartphone laden. Die zeigt alle E-Scooter an, die in der Nähe abgestellt sind. Gezahlt wird die Fahrt per Kreditkarte oder PayPal. Danach kann der Roller an geeigneten Stellen wieder geparkt werden. Die Stadt stellt allerdings ein paar Regeln auf. So sollen Fußgänger oder Rollstuhlfahrer durch die abgestellten Roller nicht behindert werden. Außerdem dürfen die E-Roller nicht in Grundstückszufahrten, im Bereich von Feuerwehrzufahrten sowie im Eingangsbereich von Gebäuden abgestellt werden. Kampf gegen den Plastikmüll. Die Duisburger Grünen wollen eine Verpackungssteuer in Duisburg. Für die kommende Ratssitzung am 17. Februar hat die Fraktion einen Antrag auf die Erarbeitung eines entsprechenden Gesetzes eingereicht. Die Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen müsste zukünftig von allen Betrieben im Stadtgebiet gezahlt werden, die Einwegverpackungen ausgeben. Weil eine Mülltrennung im öffentlichen Raum praktisch nicht durchführbar sei, brauche es andere Steuerungsinstrumente, um dem Plastikmüll entgegenzuwirken, so die Grünen. Die Nachfrage nach Selbsthilfe in Duisburg steigt. Das belegt die Statistik der Kontaktstelle beim Paritätischen in Hochfeld. Dort laufen die Aktivitäten von 192 Selbsthilfegruppen zu 80 verschiedenen Themengebieten in einer Arbeitsgemeinschaft zusammen. Insgesamt 2484 Menschen suchen im vergangenen Jahr bei der Kontaktstelle Rat und Hilfe. Die meisten Selbsthilfegruppen in Duisburg gibt es zu körperlichen Erkrankungen, gefolgt von Sucht, dann folgen psychische Erkrankungen. Die Stadt Duisburg lädt zu einem Bürgerspaziergang mit Oberbürgermeister Sören Link zum Thema Sechs Seen Wedau ein. Zusammen mit GEBAG-Chef Bernd Wortmeier will Sören Link alle Fragen zum Großprojekt beantworten. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Diese ist bis Freitag, den 6. März, unter anderem online möglich. Der Rundgang findet am 22. März statt. Ende Januar hat der Stadtrat grünes Licht gegeben für das Mammutprojekt. Nach wie vor gibt es aber auch Kritik. Einige Bürger beklagen die zu geringe Bürgerbeteiligung im Entwicklungsprozess. Der Deutsche Hochschulverband hat die Ergebnisse seines Rektorenrankings veröffentlicht. Professor Dr. Ulrich Radke von der Universität Duisburg-Essen erreicht demnach mit einer Gesamtnote von 2,3 Platz 16 in der Auflistung. Der Titel Rektor des Jahres geht in diesem Jahr an die Universität Bonn. Für das Rektorenranking wurden Wissenschaftler von 57 Hochschulen gefragt, inwieweit sie die jeweiligen Rektoren als geeignet ansehen. Dabei konnten sie Schulnoten vergeben. Die Durchschnittsnote lag bei 2,72. Traurige Nachricht aus dem Duisburger Zoo. Gorilladame Safiri ist am Sonntag gestorben. Safiri, die seit 2007 im Tierpark am Kaiserberg lebte, zeigte zunächst Symptome einer Epilepsie. Weil Verdacht auf einen Gehirntumor bestand, musste sie im MRT der Kaiserbergklinik unter Vollnarkose untersucht werden. Der Verdacht auf einen Tumor bestätigte sich bei der Untersuchung nicht. Allerdings überstand die Gorilladame die Vollnarkose nicht. Sie wird nun pathologisch untersucht. Das gemeinnützige Projekt Lebenswert startet mit seiner Kinderlernküche ins Jahr 2020. Ab dem 18. Februar bietet das Projekt wieder Kinderkochkurse an. In 5 Kurseinheiten können Kinder zwischen 8 und 11 Jahren unter Anleitung kochen lernen. Am Ende des Kurses legen sie einen kleinen Test ab. Beim Bestehen erhalten alle Nachwuchsköche den Ernährungsführerschein des Bundeszentrums für Ernährung. Kocherfahrung ist in diesem Kurs nicht vonnöten. Der erste Lauf der diesjährigen Winterlaufserie am Samstag, den 15. Februar, wirkt sich auf den Fahrplan der DVG aus. Da die Kruppstraße und die Masurenallee teilweise gesperrt sind, müssen die Linien 928, 930, 931 und 942 Umleitungen fahren. Dabei werden Haltestellen verlegt oder entfallen ganz. Unter anderem fallen die Haltestelle Ausbesserungswerk, Barbarasee oder Sportpark aus. Mehr Informationen finden Sie in der DVG-App oder auf der Homepage der DVG.
Die Zentralbibliothek im Stadtfenster an der Steinschen Gasse lädt an 3 Samstagen zu einem Markt für Selbstgestricktes ein. Die ehrenamtlichen Strickdamen der Flinken Nadeln präsentieren hier ihre selbstgestrickten Waren. Der Erlös aus dem Verkauf geht vollständig an den bunten Kreis Duisburg, der Familien mit schwerstkranken, frühgeborenen, behinderten und chronisch kranken Kindern auf ihrem Weg von der Klinik ins Kinderzimmer begleitet. Verkaufstage sind am 15. und 22. Februar sowie am 7. März jeweils von 11 bis 16 Uhr. Das deutsch-niederländische Jugendtheaterprojekt Kaas und Kappes geht in die 22. Ausgabe. Kinder- und Jugendtheater aus Deutschland und den Niederlanden treffen sich vom 13. bis zum 16. Februar wieder in Duisburg. Schwerpunkte sind in diesem Jahr Stücke für das jüngste Publikum ab 3 Jahren. Gespielt wird im Kommatheater in Duisburg-Rheinhausen. Den Höhepunkt des Festprogramms bildet die Preisverleihung des mit 7.500 € dotierten niederländisch-deutschen Autorenpreises am 16. Februar. Eingereicht wurden in diesem Jahr 137 Texte aus den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Duisburg ist glimpflich durch das Sturmtief Sabine gekommen. Die Forstverwaltung der Stadt Duisburg rät weiter dringend davon ab, in den nächsten Tagen den Wald zu betreten. Zahlreiche Bäume seien durch die vergangenen Trockenjahre geschwächt, sodass ihre Standfestigkeit bei diesen Windeinwirkungen eingeschränkt ist. Mal wolkig, mal sonnig, aber nach wie vor windig ging es heute in Duisburg durch den Dienstag. Auch morgen wehen noch starke Winde, aber die Wolken ziehen sich mehr und mehr zurück und machen den Weg frei für die Sonne. Der Mittwoch wird heiter, bei Werten von bis zu 7 Grad. Am Donnerstag ist die Sonne dann schon fast wieder gar nicht mehr zu sehen. Stattdessen gibt es dichte Wolken, die ab Mittag fast durchgängig für Regen sorgen. Das Thermometer schafft es ebenfalls auf maximal 7 Grad. Am Freitag kann es morgens noch vereinzelte leichte Schauer geben. Im Laufe des Tages bleibt es aber trocken. Es gibt zwar viele Wolken, die Sonne kommt aber auch mal durch. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 5 und 10 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Achtung, liebe Autofahrer, die Ordnungshüter kontrollieren morgen wieder fleißig die Geschwindigkeit in Duisburg. Geblitzt wird unter anderem auf der Sterkraderstraße in Obermarxloh und auf der Karl-Jahres-Straße in Hochfeld. Außerdem behindern Baustellen weiter vielerorts den fließenden Verkehr. In Rumeln-Kaldenhausen verlegen die Stadtwerke neue Stromleitungen auf dem Borgschen Weg. Aus diesem Grund wird die Straße am Hausgewann im Einmündungsbereich vom Borgschen Weg voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Die Arbeiten werden Mitte Februar abgeschlossen. Und in Althomborn laufen Kanalbauarbeiten in der Sieglinden- und in der Viktoriastraße. Beide Straßen müssen aufgrund der Arbeiten abschnittsweise voll gesperrt werden. Bis März ist hier mit Einschränkungen zu rechnen. Studio 47 wünscht eine gute und staufreie Fahrt.